Und damit hallo und herzlich willkommen zu mal wieder einer Folge Gwent Community in Homecoming. Es wurde sich tatsächlich gewünscht. Ich habe tatsächlich ein paar Decks schon eingeschickt bekommen. Und wer dieses ganze Ding nicht kennt, wer erst neu dazugekommen ist, wer Open Beta überhaupt nicht geguckt hat, bla bla bla. Community ist einfach nur, ihr schickt mir Decks, eure Decks, und ich spiele diese Decks dann. Und viele wollen immer dann noch so ein paar Verbesserungsvorschläge oder sagen, was man vielleicht anders machen könnte. Wollen, dass man vielleicht noch an diesem Deck rumbaut. Community war aber immer so, ihr schickt mir das Deck. Ich spiele in diesem Deck 2 Runden. Die wären katastrophal, weil ich absolut nicht die Strategie von diesem Deck kenne. Und dann werde ich mal gucken, ob ich vielleicht zu dem Deck danach noch was sage oder ob ich es so stehen lasse. Manchmal sage ich was, manchmal lasse ich stehen, ich weiß es selber nicht. Bei manchen Sachen müsste ich vielleicht ein bisschen häufiger spielen, um da wirklich was sagen zu können. Aber ja, gucken wir erstmal nach in das erste Community-Deck. Als Anführer haben wir Eredin, den kennen wir ja schon. Ich würde immer die Karten jetzt so ein bisschen sagen, die wir noch nicht kennen. Dann haben wir Erneuern, belebt eine Einheit vom Friedhof wieder, nichts Besonderes, kann irgendeine Einheit sein. Kel'Thulis. Und das ist, glaube ich, so dieser Knackpunkt an diesem Deck. Es ist ein Kel'Thulis-Deck. Kel'Thulis ist eine relativ lustige Karte, der am Ende jeder Runde, meiner Runde, die schwächste Einheit auf der Spielfeldseite zerstört, die die wenigsten Einheiten überhaupt hat. Das heißt, wenn wir nur sehr wenig Einheiten spielen und der Gegner spielt mehr, da wird Kel'Thulis immer eine Einheit von ihm kaputt machen. Und das ist eine relativ interessante und lustige Karte. Ich habe keine Ahnung, wie der gegen Artefakt-Decks funktioniert. Wenn wir nur Kel'Thulis auf dem Feld haben, macht er sich dann selber kaputt? Ich glaube fast sogar nicht. Ich glaube, er kann sich nicht selber kaputt machen. Ja, das ist halt dieses Kel'Thulis-Deck. Drachentraum ist für einen reinen Effekt. Nach 3 Runden macht's Boom. Ziemlich großen Boom. Ist eine relativ interessante Karte, vor allem wenn eine Runde länger geht. Imleriff. Wenn wir die stärkste Einheit auf dem Feld haben, fügen wir dem Gegner 2 Schaden zu, jede Runde mit einer Reichweite von 2. Ist auch so eine Karte, die man wunderbar immunisieren kann. Avalach für noch eine Immunität. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Himmelriff auf dem Feld haben und wenn wir zum Beispiel Kel'Thulis auf dem Feld haben, dann ja, können wir einen von beiden immer Immunität geben. Entweder mit Eredin oder mit Avalach. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Epidemie einmal, macht die schwächsten Einheiten kaputt. Parasit boostet eine Einheit um 6 Punkte, wenn es verbündet ist, oder schädigt einen Gegner um 6 Punkte. Wie gesagt, dadurch, dass wir Kel'Thulis spielen, werden wir natürlich weniger Einheiten in diesem Deck spielen. Und da sind halt natürlich mehr Zauber drin. Ich bin gespannt. Ich habe Eskil, Vesemir und Lambert, Witcher Card Game, die sind natürlich auch wieder dabei. In 90% der Decks momentan. Relativ interessant. Einmal zerreißen, ist das Pendant zum Drachentraum, möchte ich fast sagen, ist sofort, aber braucht keine 3 Runden, macht aber auch einen Schaden weniger. Man könnte zum Beispiel Drachentraum rausnehmen, noch ein weiteres Zerreißen reinnehmen, das wäre auch eine Option. Johnny schädigt eine Einheit um 2 Punkte, kriegt immer eine Aufladung, wenn wir spezielle Karte spielen. Zewa boostet eine Einheit um 2 Punkte, kriegt immer eine Aufladung, wenn wir eine Special-Karte spielen. Das sind halt diese neuen Wunschlingkinder, die neuen Relikte. Was eigentlich auch relativ interessant ist, weil wir spielen in diesem Deck sehr viele Special-Karten, dadurch, dass wir halt weniger Kreaturen haben. Also Suras Donner ist zweimal drin, flach 5 Schaden, Schwalbentrank ist einmal drin, boostet eine Einheit um 6, Shackeln lockt eine Einheit, ist auch nur einmal drin, Mahakam Ale ist auch nur einmal drin, boostet eine Einheit, entfernt ihren Lock, Spawn sind auch einmal drin, restort eine Unit um ihre Basisstärke, das heißt, wenn die Unit irgendwie geboostet wurde, ist der Boost danach wieder weg, was sehr böse sein kann gegen manche Decks. Petris Filter ist zweimal drin, gibt einer Einheit sofort eine Seal-Fähigkeit. Wir haben natürlich, fast alle unsere Karten sind ein Order-Effekt. Sabbat, Zewa und Johnny sind alles Order-Karten. Zweimal den Speer, natürlich um Schaden zu machen, ist auch keine Einheitenkarte. Und zweimal den Renkrieger, immer wenn wir eine Einheit zerstören in unserer Runde, finden wir dem Gegner nochmal extra einen Schaden zu. Der ist biestig. Okay, das ist dieses Community-Deck, was SS uns eingeschickt hat mit Kel'Thulis. Ich habe Kel'Thulis auf dem PTR mal gesehen. Ich habe mal gegen ihn in einem Deck gespielt. Ich fand ihn jetzt allerdings nicht so toll, weil ich hatte keine besondere Taktik und habe trotzdem gegen ihn gewonnen. Ich frage mich immer noch, wie das aussieht, wenn man jetzt gegen ein Artefakt-Deck spielt. Das könnte durchaus interessant werden. Ansonsten könnte es relativ böse werden, aber es kommt wirklich darauf an, gegen welches Deck wir spielen. Wenn der Gegner jetzt viele schwache Einheiten ausspielt, müssen wir zur Not zerreißen. Ansonsten hat Kel'Thulis nicht wirklich den stärksten Effekt. Wir werden das einfach sehen. Ich würde sagen, ich spiele mal 2 Runden und wir gucken uns an, was dieses Deck kann. Ich bin gespannt. Bis gleich.
Francesca. Ich habe natürlich auch vor Decksangst, die sehr viel Pestilenz und Brand spielen. Und Francesca könnte da eine Karte sein. Okay, wir haben erstmal eine sehr wunderschöne Starthand mit allen drei Hexern. Da sind schon wieder zwei Mulligans weg. Ansonsten haben wir gerade nur großartig Schwächungskarten. Das ist nicht die optimalste Starthand. Wirklich nicht die optimalste Starthand. Ich überlege, ob ich noch eine Karte ablege. Ich glaube, sogar Sporen wären dann eine relativ gute Karte, die ich ablegen könnte. Ich lege mal noch die Sporen ab. Wenn ich jetzt noch eine Karte ablege, dann haben wir... Ah, komm. Ich checke. Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich nicht alle Mulligans in der ersten Runde raushauen sollen, aber... Sehr, sehr wenig... Petris Filter. Sehr, sehr wenig Einheiten, die man wirklich ziehen kann. Und ich würde ganz gerne Savat und Keltulis eigentlich immer auf der Starthand haben wollen. Man kann ja noch zur Not eine wiederbeleben. Aber ich bin auch gegen Artefakte. Und das ist jetzt halt natürlich dieses lustige Matchup. Wir können ihn nicht angreifen. Er könnte natürlich jederzeit Pestilenz spielen. Und wenn er Pestilenz spielt, haben wir ein Riesenproblem. Ich kann jetzt natürlich meine Witcher rausholen, kann mein Petrus Filter verschwenden und er würde mit Pestilenz nur eine Karte treffen. Aber dann hätten wir gleichzeitig eine Angriffsfläche für ihn. Aber was soll ich sonst spielen? Könnte auch den Wendkrieger wegwerfen. Ich denke, ich werde den Wendkrieger wegwerfen. Werde trotzdem den Petrus Filter ausspielen. Wie gesagt, Pestilenz, vor allem Francesca, muss man wirklich bei diesen Brand- und Pestilenz-Karten aufpassen, weil sie kann sie auch nochmal wiederbeleben und könnte in einer Runde spielen. Das ist nicht das, was man haben will. Okay, was hat er? Es ist interessant, mit so wenig Einheiten versuchen wollen zu gewinnen. Ich habe schon mal so ein Zauberdeck gesehen, aber ich mag diese Zauberdecks nicht wirklich besonders. Ich bin nicht der größte Freund davon. Einfach weil, ja, wenn man die Einheit nicht zieht, dann hat man ein Problem. Und ohne Zauber kann man halt nicht gewinnen. The Senses, immun. Das ist nicht wirklich schlimm. Ich weiß jetzt zumindest, dass Brand nicht wirklich geht. Ich kann sie nicht angreifen, ne? Das ist es halt. Die Frage ist, will ich sie angreifen? Ich kann ja auch einen Drachentraum in die Reihe legen, aber dann wird er nie... Wobei, jetzt könnte ich eigentlich machen, einen Drachentraum in die Reihe legen. Und jetzt, wenn dann die andere Reihe spielt, habe ich da immer noch einen Zerreißen. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich denke nicht, dass er jetzt unbedingt in den Drachentraum reinspielen wird. Aber die ganze Melee-Reihe ist jetzt voll, das heißt, Karten, die Melee gespielt werden sollten, werden auch nicht mehr wirklich den stärksten Effekt haben. Frage ist, wie passe ich, ne? Es ist natürlich, eigentlich denke ich mal, dass er die letzte Karte ausspielen will. Okay, Pyrotechnika, macht die kaputt. Kann er alle zwei Runden wieder machen. Ich könnte ihn jetzt natürlich auch zerstören, aber 6 Leben lohnt sich nicht wirklich zu zerstören. Will ich meine Hexe ausspielen? Eigentlich ja. Ich will meine Hexer ganz gerne ausspielen. Pestilenz geht nicht mehr, Brand geht nicht mehr. Das heißt, ich kann das auch machen. Und ich habe zumindest schon mal die Chance, nächste Runde in Sabbat oder sonstiges zu ziehen. Okay. Wenn er noch ein Artefakt ausspielt, was er unbedingt kaputt machen will, kann ich die Einheit immer noch locken. Das ist kein Problem. Ich habe irgendwie Angst, dass sein Finisher auch Glaze sein wird, weil die ist häufiger gesehen. Also kann böse sein, natürlich am Ende, vor allem mit Artefakten. Ein Vivan-Schild. Okay, eine Karte kann ich noch ausspielen. Ich denke, ich werde noch einen Donner ausspielen, werde den auf jeden Fall wegblitzen. Mit Renkrieger noch einen Schaden machen. Nächste Runde werde ich passen. Drachentraum geht noch hoch. Oder will ich die erste Runde durchziehen und versuchen zu gewinnen? Ich weiß es halt nicht. Wäre mir natürlich auch lieb. Epidemie. Also, ey, wenn ich jetzt passe, würde er auf jeden Fall die letzte Karte ausspielen. Das Problem ist halt, ich kann jetzt nichts ausspielen. Was wirklich sehr effektiv sein würde. Das ist es nämlich.
Aber hätte ich was für die letzten Runden? Eigentlich nicht. Also ich kann Maha Kamae noch rauskippen. Aber 4 Punkte, er kann locker aufholen. Er hat seine Witcher noch nicht raus. Ich denke, ich werde passen. Macht jetzt keinen Sinn, weiter zu spielen. Ich krieg nicht genügend Punkte aufs Feld. Und wenn er seine Witcher ausspielt, habe ich sowieso keine Chance. Okay, er spielt seine Witcher gar nicht. Okay, spielt aber auf jeden Fall mit mehr Einheiten. Also wenn ich Kiltulis aufs Feld kriege und er keinen Brand hat, er wird höchstwahrscheinlich einen Brand haben, dann ist es gut für mich. Epidemie, Sammer, Speer. Muss natürlich jetzt auf jeden Fall eine Karte ausspielen. Wenn er sofortig passt, wenn er nicht sofortig passt, er passt sofortig. Das ist die Frage, was will ich jetzt raushauen? Avalach oder Sammer? Bringt mir natürlich beides nichts. Selber boosten ist zwar ganz nett, aber wenn ich keine weiteren Karten habe, dann bringt mir das nicht. Und Kel'Thulis und Imhotep Sabbat würde ich ganz gerne immun machen wollen. Das heißt, ich muss sie raushauen. Ich hätte sie natürlich auch mit Avalach immun machen können, aber dann hätte ich eine dritte Karte in der Hand gebraucht, damit ich überhaupt... Das ist das Problem, was ich mit diesen ganzen Zauberdecks habe. Schwer, Schwalbe, Renkrieger. Weder Sabbat noch Kel'Thulis gezogen. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ja, das ist absolut nicht gut. Muss natürlich anfangen. Okay, das heißt, unsere einzigen Karten sind der Renkrieger und ein Avalach. Ansonsten sehr viele Artefakte. Er spielt nichts anderes. Ich spiele diese Artefakte und Zauberdecks eigentlich so ungern. Genau aus diesem Grund, weil diese Duelle finde ich mega langweilig. Da wird jetzt erstmal eine ganze Zeit lang nichts passieren. Soll ich mal Windkrieger ausspielen? Ich will meinen Boost nicht benutzen, dass ich ihn immun mache. Das ist es halt. Und er kann jetzt halt angreifen mit seinen Speeren. Das heißt, seine Speere werden jetzt Effekte haben. Oder er macht ihn direkt sofort kaputt. Tut er nicht. Er spielt noch eine verdeckte Karte. Okay. Kontert schon mal nicht mein Zauber. Das ist es halt. Und ich kann nichts tun. Ich kann seine Artefakte nicht kaputt machen. Oder auch nichts bringen, weil ich selber sehr viele spiele. Epidemie könnte ich spielen. Ich nehme an, dass die nächste Karte, die ich ausspiele, dass er der Schaden zufügen kann. Ich überlege, ob ich den Windkrieger immun mache. Aber wenn ich ihn immun mache, dann hat er halt mit dem Brand so eine gute Möglichkeit. Spielt sogar noch eine verdeckte Karte. Das ist es halt. Ich kann erstmal nichts angreifen. Na, was kommt jetzt? Okay. Er sollte vielleicht Angst vor haben von der Epidemie. Das heißt, wenn er die zu sehr hoch boostet, kann ich auf jeden Fall beide wegbrennen. Ich kann jetzt schon wieder beide wegbrennen durch die Speere. Okay, wir machen Schaden. Ich habe nur eine Epidemie. Aber das sollte auch, denke ich... Ja, bevor ich jetzt nichts ausspiele, was soll ich sonst raushauen? Locken könnte ich. Parasit wäre in Ordnung. Kann natürlich auch nichts weiter angreifen. Ich habe sogar das Gefühl, die nächste Karte, die ich ausspiele, wird dann kaputt gemacht. Das ist eine Falle. Das heißt Parasit und dann gleichzeitig noch Immunität geben. Ich weiß nicht, ob er einen Brand hat. Aber wenn er jetzt solche Karten ausspielt... Okay. Dann kann ich auch in Ruhe einen Avalach noch ausspielen. So, Schaden mit dem Speer machen. Nächste Runde Parasit und eine Karte immun machen. Er braucht noch einen Timer von 1. Ich kann ihn natürlich auch locken, das ist kein Problem. Ich überlege sogar, ob ich ihn locke. Okay, er hat einen Brand.
Und damit haben wir absolut keine Kreaturenkarte mehr. Und damit haben wir absolut verloren. Weil er spielt die letzte Karte aus. Ist das nicht schön? Ah, ich hasse diese kompletten Zauberdecks. Das ist wirklich... Boah. Ich meine, selbst wenn ich jetzt eine immun gemacht hätte und die andere noch hochgeboostet hätte, er hätte Brand ausspielen können, mit Francesca diesen Brand nochmal wiederbeleben können. Das wäre jetzt so lustig, wenn das ein Draw werden würde, weil wir keine Einheit mehr auf dem Feld haben. Aber er wird hundertprozentig auch noch eine Einheit auf dem Feld haben. Auf der Hand. Okay, ein Dragoon. Ja, muss passen. Er spielt auf jeden Fall die letzte Karte aus. Das heißt, er würde irgendwie mit 4 Punkten oder so gewinnen. Aber vielleicht hat er auch keine Einheiten mehr auf der Hand. Ja, aber was kann er für Zauber wiederbeleben? Scorch. Kann nichts anderes außer ein Scorch wiederbeleben. Und wir haben 0 Punkte. Na, hat er eine Einheit? Ein Shiru. Er gewinnt mit 2 Punkten. Und eine Garrison hat er auch noch. 12 Punkte. Okay. Ja, das ist es halt. Selbst wenn ich die letzte Karte ausgespielt hätte, wäre ich da nicht rübergekommen. Und er hätte definitiv meine beiden Karten mit dem Brand wegmachen können. So. Das ist dieses Problem, was ich an diesen reinen Zauberdecks habe. Es gegen andere Decks, und das ist halt wirklich für mich die Momente, warum ich diese Decks nicht ganz gerne spiele, weil solche Matchups sind komplett langweilig. Richtig scheiße, möchte ich wirklich sagen. Weißt, es macht einfach keinen Spaß, ne? Irgendwann so, der die letzte Karte hat, der dann, ja, ich hätte die erste Runde ziehen sollen, aber passiert. Wir sehen uns nächste Runde wieder. Bis gleich. Der Moment. Okay. Ich hatte davor noch eine Runde. Ich habe davor noch eine Runde gegen Elfende gespielt. Das war schon wieder ein Artefakt-Deck. Ich will keine 2 Runden gegen so ein Artefakt-Deck zeigen, weil das ist furchtbar langweilig. So, das ist eine relativ gute Hand. Wir können 3 Sachen ablegen. Ich möchte aber fast sogar ganz am Anfang gar nichts ablegen. Oder? Kann halt sehr viel Leichtes kaputt machen. Doch, ich möchte gar nichts ablegen. Ich lasse die Hand so, wie sie ist. Sie ist in Ordnung für mich. Ist vollkommen in Ordnung für mich. Okay, try them. Dann Speer. Ich habe natürlich noch immer die Epidemie. Das heißt, wenn er jetzt 2 Karten auf den gleichen Wert bringt. Nein, wird er nicht tun. Seine will sein Trident um 5 Punkte hochboosten. Will er sein Trident um 5 Punkte hochboosten? Das wäre böse. Sieht mir nicht so aus. Aber überleg noch. Er findet den Endknopf nicht. So, was will ich als nächstes spielen? Petris Filter wäre, glaube ich, ganz gut mit einem Johnny. Ich will meine Anführeraufladung nicht benutzen. Er boostet ihn hoch. Das heißt, alles hat sich geändert. Wir spielen Epidemie. So, zack. Und 12 Punkte. Für Epidemie ist schon ordentlich. Okay. Ich kann immer noch Johnny spielen und ich kann ihn immer noch, oder erstmal Petris Filter und dann Johnny. Und dann kann ich ihm gleich eine Zielfähigkeit geben. Er ist ja gleich für 6 Punkte geboostet. Und mit einer Menge Special-Karten, die ich gerade auf der Hand habe, kann ich dann auch gut Schaden machen. Und als allerletzte Finisher-Karte habe ich immer noch die Witcher. Okay. Ah, das ist es halt. Ne? Er kann jetzt mit meinem Deck nicht interagieren. Er hat keine Möglichkeiten, glaube ich, wirklich anzugreifen. Von daher überlegt er, was er spielen soll. Der Sensenmann war jetzt nicht gerade die beste Karte, weil er nicht geboostet wurde. Bam. Wir haben immer noch wieder Kel'Thulis nicht auf der Hand. Eine Einheit wird geboostet. Das ist natürlich schon. Muss der in Range liegen? Nein, er kann überall liegen. Immer nochmal nachgucken. So, und dann machen wir den trotzdem kaputt. Und wenn wir jetzt eine Special-Karte spielen, kriegen wir eine Aufladung.
Ich gehe von Dämmerwind nicht wirklich davon aus, dass er einen Brand hat. Das heißt, Schwalbentrank ist relativ okay, Donner ist relativ okay. Wobei Schwalbentrank vor allem, wir können unsere Einheit hochboosten, wenn wir es wollen. Und er hat schon gepasst. Das heißt, wir können eine ganz lange letzte Runde haben. Und ich hoffe natürlich, dass ich Keltulis ziehen werde. Weil das wird auf so einer langen Runde die Immunität ziemlich verheerend. Parasit, zack, muss natürlich vor den Witchern aufpassen. Ich werfe noch nichts ab, mache ich nächste Runde alles erst. Kannst du nur jetzt auch Johnny wiederbeleben, ne? Oder Hansi, wie er im Deutschen heißt. So, wir müssen zwei Karten ausspielen. Das heißt, ich benutze gleich mal meine Hexer-Kombination und da will ich erstmal einen Wendkrieger. Ja, Wendkrieger könnte ich auch noch für die nächste Runde behalten. So. Eine lange Runde ist natürlich Drachentraum relativ in Ordnung, aber er muss halt alles in einer Reihe reinspielen. Wir haben nicht so die Möglichkeiten. Okay, er spielt auch seine Hexe aus. Ich könnte ihn sogar noch ein bisschen ziehen lassen, ne? Oder ich hau jetzt einfach einen Donner raus. Ich meine, ich muss auch nur eine Kleinigkeit opfern. Brauche ich Petris Filter wirklich unbedingt? Ja, wäre vielleicht nicht so die verkehrteste Karte, aber ich würde mir vielleicht sogar die Special-Karten aufheben wollen. Einfach, falls ich mein Sabbat nicht ziehe, dass ich wenigstens Johnny immun machen kann und mit Special-Karten hochboosten kann. Das heißt, ich haue jetzt mal einen Petrus-Filter raus. Was habe ich für eine Einheit, die jetzt unbedingt einen Seal-Effekt braucht? Avalach. Selber, wobei selber ist, naja, nicht wirklich sehr wichtig. Weil ohne weitere Kreaturen ist selber nicht wirklich gut. Wir können zwar die Aufladung sammeln, können sie immun machen, aber ja. Critical thinking, a sign of a healthy mind. Okay. Den hat er auch schon rausgehauen, den Müsegurt. Dann werde ich jetzt passen. Er muss die letzte Karte auf jeden Fall ausspielen. Und wie gesagt, wenn meine letzte Einheit ein Wendkrieger ist und ich habe vorher eine Sarah auf die Hand oder so, dann ist es natürlich böse, weil Sarah kann machen, was sie will. Donner, Imlerif ist auch gut, noch ein Wendkrieger. Was will ich ablegen? Ich glaube sogar, ich würde einen Wendkrieger ablegen wollen. Avalach brauche ich nicht wirklich, sei nicht Zikiltulis. Speer ist in Ordnung. Ja, wobei will ich einen Speer? Auf einer langen Runde. Ich kann auch natürlich Mahakammer, weil egal was er lockt, ich habe Immunitäten. Das heißt, Mahakammer sind maximal 4 Punkte. Checke. Okay. Fängt mit dem Vivan-Schild an. Kann eigentlich mit Imlerif anfangen. Die Frage ist, will ich Imlerif ausspielen oder will ich vielleicht doch Johnny wiederbeleben und Johnny Immunität geben? Weil wir haben so viele Zauber auf der Hand und mit jedem Zauber, den ich ausspiele, kann Johnny nochmal schießen. Aber Imlerif kann jede Runde schießen, ne? Von daher macht das eigentlich keinen Sinn. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass er irgendwas hat, wie ein Brand. Das wäre jetzt natürlich doof. Aber zur Not kann ich die Karte immer noch wiederbeleben. Quick and painful this'll be. Kaskor, 2 Punkte. Hat sich gelohnt. Für 7 Rationen. So, noch ein Speer. Also wir haben jetzt tatsächlich in den Spielen, die ich jetzt gemacht habe, nicht einmal Keltulis aufs Feld gebracht. Aber man braucht auch Keltulis nicht wirklich. Wie gesagt, das ist halt so ein Zauberdeck. You will see it in your dream. Okay. Den kann ich auch sofort wegmachen. Das heißt schießen und einen Donner. Ich will natürlich Johnny auch wieder beleben, so schnell wie möglich. Aber ich will erstmal, dass seine Karten verschwinden, weil genau Avalach und so sind halt wichtige Karten, die böse sein können. Immer wenn eine Einheit mit Charge gespielt wird, kriegt er eine Aufladung, das ist in Ordnung. Dann rufe ich jetzt erstmal Johnny wieder. Und Grave Reynard an. Hat Reynard überhaupt einen Effekt? Ja, Reynard hat einen Effekt.
Okay. Das heißt, egal welche Aufladung er jetzt hat, ich denke nicht, dass er da wirklich großartig was machen kann. Solange ich ihm die Karte sofort wegschieße. Und ich habe Donner noch. Ich habe noch seine Shackles. Ich habe noch einen Parasiten. Da ist Ron mit wiedergekommen. Er will unbedingt, dass Reynard überlebt anscheinend. Aber er ist halt auch böse natürlich. Aber ich denke nicht, dass er lange überleben wird. Er hat jetzt genau 6 Punkte. Selbst wenn er genau 7 Punkte hat, kann ich immer noch wegmachen. In einer Runde. Okay. Parasit. Speer. Der hintere kommt immer wieder. So. Das war's. Sein Feld ist schon wieder leer. Ja, so funktioniert es halt, wenn man gegen ein Kartendeck spielt, möchte ich fast sagen. Na, Johnny wollen wir am Leben lassen. Imriff Sabah braucht natürlich die stärkste Einheit auf dem Feld, aber dadurch, dass wir so viele Zauber spielen und seine stärkste Einheit immer runternuken können, ist er selber gegen so ein Immunitätsdeck, haben wir natürlich einen großen Vorteil. So, er kann nichts mehr machen. Er muss seine Runde beenden. Und Schwalmtrank. Man, die Aufladung von Johnny, die gehen ja nicht verloren. Die bleiben ja. Was jetzt natürlich sehr böse wäre, wenn er irgendwie eine Pestilenz hätte. Alright. Den hat er in die falsche Reihe ausgespielt, aber es wäre auch vollkommen egal gewesen. Okay. Ja. Ist eigentlich auch egal, welche Reihe ich Drachentraum spiele. Ich muss den nur jetzt ausspielen. Ansonsten wird er schlecht. Überlebt eh nichts aus seinem Feld. Von daher finde ich auch diese... Mein Drachentraum ist mir tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen zu langsam. Ich würde vielleicht den Drachentraum rausnehmen. Ich meine, ich kann den Sinn hinter dem Drachentraum verstehen. Aber selbst wenn Cthulhu's wirkt, finde ich Drachentraum nicht wirklich toll. Die Karte braucht einfach zu lange. Und unser Ziel ist es halt immer so, die einzelnen Karten abzuschwächen oder kaputt zu machen. Ich würde fast sogar noch ein zweites Zerreißen, wenn reinnehmen und vielleicht noch irgendwie eine Karte wie, weiß ich nicht, Sporen kann man nicht wirklich nützlich vor, dafür noch eine 7er reinnehmen. Wir gucken nochmal ganz kurz ins Deck, bis gleich. Okay, was würde ich größtenteils austauschen? Ich habe jetzt natürlich noch leider nicht so lange mit dem Deck gespielt, aber Drachentraum weiß ich gar nicht, ob wir den unbedingt brauchen, weil der ist wie gesagt zu langsam. Der braucht erstmal eine Zeit, bis er triggert, 3 Runden, das heißt, wenn wirklich was vom Feld weg sollte, würde das nicht gehen. Und durch Imleriff und Kel'Thulis hätten wir eigentlich die Möglichkeiten, oder immer jede Runde mindestens eine Karte kaputt zu machen. Das heißt, ich finde Drachentraum eigentlich zu langsam. Was auch noch vielleicht raus könnte, wären Sporen. Es gibt natürlich Karten, die können sich hochboosten, die können sehr stark hochgeboostet werden, aber Sporen, weiß ich nicht. Das Problem ist halt auch immer genau diese Schwalben, Schäkeln, Mahakammer und Sporen. Die Karten hat man alle nur einmal im Deck. Das heißt, da hat man vielleicht ein Problem, diese Karte genau zu dem Zeitpunkt rauszuziehen, wenn man sie wirklich braucht. Wir haben Sporn einmal gezogen. Wir haben zum Beispiel nie Kel'Thulis gezogen. Ne? Das ist es halt. Ich bin auch kein großer Freund von Sporn. Ansonsten ist es eigentlich ein super lustiges Deck. Es ist aber absolut nicht für mich. Wie gesagt, ich hasse diese reinen Zauber-Artefakt-Decks. Mir macht dieses Spiel so keinen Spaß zu spielen. Und auch gegen solche Decks zu spielen, ist nicht gerade sehr angenehm. Von daher mag ich diese Decks überhaupt nicht, weil man kann einfach mit dem Deck gar nicht interagieren. Es ist ein relativ lustiges Deck. Wie gesagt, Drachentraum würde ich vielleicht rausnehmen, der ist zu langsam. Könnte ein zweites Zerreißen reinnehmen. Sporn muss man nicht wirklich austauschen, kann man auch drin lassen. Aber man könnte auch Sporn nochmal durch Mahakammer oder Shackles austauschen. Man könnte aber auch sagen, ich nehme vielleicht einen Schwalbentrank raus, nehme dafür eine Achter rein, die nochmal Schaden macht. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt Drachentraum austausche durch Zerreißen, Mahakammer. Nee, Schwalbentrank nehme ich raus, packe mir dafür vielleicht einen Imleriff Zorn rein, der könnte ganz gut sein, weil wir haben natürlich sehr starke Einheiten auf dem Feld. Und ja, Sporn tausche ich dann nochmal durch Shackles oder so aus, dass ich den Gegner locker. Alles eine Möglichkeit. Es ist ein relativ lustiges Deck, wenn ihr es wollt, könnt ihr es ganz gerne mal ausprobieren. Ich werde es nicht mehr spielen, weil es macht mir, wie gesagt, keinen Spaß. Zu viele Zauberdeck. Und genau gegen diese Artefakt-Matchups ist es halt sehr langweilig. Egal. Das war's mit Erfolge Gwent Community. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.